Kamala Beach. Relativ ruhig auch, obwohl sie mir gesagt haben, dass viel los ist, aber vielleicht am anderen. Jetzt sind ja mehr die Leute ohne Kinder da. Da hinten das Kinderhotel ist momentan wohl nicht so gut besucht. Hier, wie man sieht, ein bisschen mehr los, aber nicht gerade überfüllt. Sauber machen am Strand hier. Ja, vom Hotel halten die das natürlich sauber. Da vorne ist recht dreckig. Da schauen wir gleich mal hin. Da hat es wieder viel angeschwemmt. Wahrscheinlich jetzt durch das Wetter und durch den Sturm. Ja? Verteilt. Bis heute Abend. Tschüss. Bisschen. Hallo. Passt auf, dass ihr euch nicht verletzt hier an diesen Eisenstäben. Hä? Ja, das ist doch hier gut gelöst irgendwie. Ne? Wann sind wir im Video? Naja, vielleicht lade ich es heute noch hoch. Wir wollten mal das Wasser testen, wie warm das ist. Das ist immer warm. Aber bloß eventuell gefährlich, da eine starke Unterströmung ist, ne, bei dem Wetter. Und die Wellen kommen schnell rein, also sollten wir gut schwimmen können. Ja, mit den Füßen passiert nichts. Aber da kann es ja passieren, auf einmal wird es tief. Also die roten Flaggen hängen nichts für nichts. Und wenn da eine Welle nach der anderen kommt, weil auf einmal ist der Sand weg. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Ebbe oder Flut ist. Bei Flut ist es besser reinzugehen wie bei Ebbe. Ja, wir gucken uns das jetzt mal an. Ja, ja, schaut es euch an. Alles vielleicht klar. Sehen wir uns ja heute Abend oder morgen. Ja, wir schauen mal. Alles klar. Bis dann. Gut, tschüss. Ja. Tschüss. Ciao. Ah, habt ihr schon einen Freund? Schau. Ha? Was? Wir haben dir doch gesagt, Sascha sucht eine Freundin, also haben wir mal versucht. Naja, passt doch. Auf jeden Fall. Faust aufs Auge. Blond und blond. Blond, genau. Rotblond. Naja, aber ist ein Männchen, oder? Ja. Naja, es geht ja heutzutage alles, ne? Ist egal, ne? Meinst du, ist er Mensch oder ist er Hund? Weiß man nicht so genau, oder? Bist du Mensch oder Hund? Ei, ei, ei. Weiß er nicht so genau. Ja. Naja, irgendwann wird er schon wissen. Wann hast du Live-Musik? Am Montag. Immer montags. Okay. So ein schöner Hut. Ja. Schau. Schauen wir mal, aus Nordthailand. Die verkauft die bestimmt, denke ich mal. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Andenken. Ja, stimmt, ja. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke. Das ganze Geschmarri haben wir jetzt natürlich nicht aufgenommen, wäre gut gewesen. Ne? Also tschüss. Ciao. So, hier ist unser Müll, den wir hier haben. Das hat, wie gesagt, wenn es stürmt, hast du immer mal das Problem, dass du halt Müll hast. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das da ist von den Mangrovenwäldern, das ist halt die Natur, das ist ja auch okay. Wenn wir da durch Pang Nga fahren, da haben wir immer die Mangrovenwälder und da haut es die Samen runter und die werden halt dann verteilt. Und einige kommen dann irgendwo an und dann wird halt wieder ein Baum draus. Aber der Rest ist natürlich ein gutes Stück bemaltes Holz. Aber halt viel Plastikmüll leider immer noch, aber das wird sich erst ändern, wenn man Plastik verbietet. Ansonsten ist es halt so, wie es ist. Und da muss man natürlich auch wieder sagen, im Prinzip ist es halt so, das muss von oben verboten werden. Aber soviel ich weiß, kann man alles, was man im Prinzip aus Plastik herstellt, auch aus Hanf herstellen, also Nutzhanf. Hanf kann man dreimal im Jahr, vielleicht sogar viermal im Jahr ernten, braucht wenig, weiß ich nicht, wollte ich irgendwas erzählen, aber auf jeden Fall könnte man da viel machen. Und er soll angeblich auch den Boden reinigen. Wenn man Nutzhanf irgendwo anpflanzt und hat verseuchten Boden schon, dann reinigt er sich wieder selber. Das habe ich mal gelesen, ob das so stimmt. Da gibt es bestimmt Leute, die sich noch mehr damit befassen, schreibt es mal rein. Und wenn das dann so ist,
dann verstehe ich nicht, warum man nicht umsteigt auf Hanf. Aber die Industrie will natürlich, haben ihre Maschinen, die Ölindustrie will das Geld machen. Oder geht es gar nicht ums Geld? Vielleicht geht es ja gar nicht ums Geld. Man macht es nur, um die Strände zu verschönern. Und so ist es natürlich auch mit Fischernetzen. Früher hat man ja die Fischernetze aus Hanf gemacht. Und wenn die sich auf die Korallen gelegt haben, dann war das egal. Dann war das halt Natur mit Natur. Wenn man heute so diese Plastiknetze, wenn sich auch auf die Korallen halt legen, dann tötet es halt die Korallen. Habe ich ja mal einen Bericht gesehen von einem Meeresbiologen, einem thailändischen Meeresbiologen. Und das ist schon Jahre her. Also verstehe ich nicht, warum man nicht einfach umstellt und sagt, okay, wir haben dazugelernt, jetzt machen wir halt wieder Hanfnetze, die haben wir ja früher auch gehabt. Okay, egal. Schaut es euch an, Kamala, Ende September 23. Da hinten wieder Surfer, also ist wirklich schön zum Surfen um die Jahreszeit. The view. Yes, yes, for sure. And enjoy also the wind. The rain. The wind. We have decreased a bit. Yeah, it's nice, no? The wind is cooling a little bit. You are still wonder where they're from. Must be a women's club from India. I think. Hier sind auch wieder ein paar Läden entstanden. Das habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Ja, wie gesagt, alle bereiten sich vor auf die Hochsaison. Wir haben jetzt Ende September. So langsam kommen die Zugvögel wieder zurück, also die Leute, die hier überwintern. Und ja, also ich denke schon, es wird jetzt so langsam nach oben gehen. Wir haben vielleicht noch, wie September haben wir ja immer so einen Knick. Aber jetzt Oktober, Herbstferien, also was jetzt auch deutsche Gäste anbelangt, bin ich eigentlich schon zuversichtlich. Ist immer noch ruhig, aber auch nicht so ruhig. Massage. Ist auch immer schön, sich am Strand massieren zu lassen. 300 Watt die Stunde, das sind momentan ca. 8 Euro, Pi mal Daumen. Kann man eigentlich gar nichts sagen für eine Stunde Massage am Strand. Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.